بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Etwas spät, aber lieber spät als gar nicht. Und inshallah werde ich trotz dieser Uhrzeit inshallah über beide Themen, die ich angekündigt hatte, schon gestern, glaube ich, oder vorgestern. Ich werde inshallah über beide Themen sprechen. Und natürlich, wenn es für euch zu spät ist, dann könnt ihr natürlich auch, ich werde den Vortrag auf meiner Facebook-Seite nicht hochladen, aber der bleibt inshallah. Das heißt, derjenige, der sich den inshallah auch später anschauen möchte, kann dies natürlich auch machen. Auf jeden Fall werde ich trotzdem inshallah versuchen, über beide Themen jetzt zu sprechen und beide Themen zu behandeln, da ich in den kommenden Tagen wieder etwas weniger Zeit habe. Inshallah werde ich es versuchen, jetzt mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala zu machen, inshallah. Als erstes inshallah fangen wir an mit dem Buch Kitabul Kaba'ir, die großen Sünden von dem Großgelehrten des Islam, von Imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi. Und wir sind inshallah heute bei der sechsten Sünde. Und die sechste Sünde ist Uquq al-Walidain. Uquq al-Walidain. Und zwar ist das die Ungehorsamkeit den Eltern gegenüber. Beziehungsweise den Eltern gegenüber schlecht zu sein. Ja, kein gutes Benehmen zu haben. Ihnen keine Güte zu erweisen. Und wie ihr wisst, wie wir schon gesagt haben, im Buch von diesem großen Gelehrten, wie alle Bücher von den großen Gelehrten von damals, haben sie, wenn sie etwas behauptet haben, immer Beweise gebracht. Beweise vom Koran und Beweise von der Sunna. Und meistens angefangen mit dem Koran und dem Koran der Sunna vorgezogen. Und das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir diese Sachen verstehen, dass wir diese Sachen auch lernen. Warum? Weil diese Sachen sehr, sehr wichtig sind. Wir wissen zum Beispiel, dass überliefert wird, dass das Alkoholtrinken ist Ummul Khabaith, die schlimmste aller Sünden. Das ist die Mutter, denn das ist das Alkohol zu trinken, ist Ummul Khabaith. Von dem Wort Mutter, ja, ist, also der Alkohol zu trinken, ist normalerweise oder zählt im Islam als Mutter der Sünden, ja, die schlimmste Sünde überhaupt. Warum? Weil wenn man betrunken ist, macht man vieles, macht man sein Leben kaputt und das Leben anderer kaputt, etc. Und ja, aber subhanallah, es gibt Gelehrte oder die Gelehrten haben trotzdem die Meinung, dass Hass und Groll zu haben im Herzen und Neid zu haben gegenüber den anderen, ja, ist schlimmer als Alkohol trinken. Ja, ist eine größere Sünde und eine noch schlimmere große Sünde als die große und schlimme Sünde des Alkoholtrinkens. Ja, weil das nicht nur dich oder dir schadet, sondern es schadet den Menschen, es schadet deinen Geschwistern im Islam. Und es steht genau im Gegensatz zu dem, wofür der Islam gekommen ist. Ja, Brüderlichkeit, Menschlichkeit, subhanallah. Und deswegen ist es, liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sachen lernen. Auch weil wir zum Beispiel bestimmte große Sünden gar nicht kennen. Ja, das heißt, viele von uns machen große Sünden oder würden große Sünden machen, weil sie gar nicht wissen, dass das eine Sünde ist oder eine große Sünde ist. Ja, vielleicht denken sie, es ist okay oder es ist eine Kleinigkeit. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir im Islam, dass wir als Muslime versuchen, uns Wissen anzueignen und dass wir diese Sachen lernen. Ja, weil danach bist du im Klaren, was du da tust. Und wenn du das tust, dann weißt du, was du gemacht hast. Und wenn du weißt, was du gemacht hast, dann kannst du auch dementsprechend Tauba machen. Zum Beispiel weißt du, okay, es war eine kleine Sünde, und die kleine Sünde, die löscht Allah auch so durch gute Taten. Die lässt Allah Azza wa Jalla durch, du gehst einfach beten, du gehst Jumu'ah, es ist Ramadan, Allah löscht das automatisch, dadurch, dass du andere gute Taten machst. So wie Allah sagt im Koran, Innal Hasanat
yudhibbina as-sayyi'at, die guten Taten löschen die schlechten Taten. Ja? Also hiermit natürlich die kleinen Taten gemeint, die kleinen Sünden gemeint. Die guten Taten. Man darf Fragen stellen, aber bitte am Ende. Und der Sekil auch, ja, dann Schwester Nadia. Ja, ist gleichzeitig gekommen. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Allah sagt im Koran, die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und das steht auch im Hadith, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, وَاتْبَعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Und lasse der schlechten Tat eine gute Tat folgen, sodass sie diese auslöscht, die schlechte Tat auslöscht. Ja? Das sind natürlich die kleinen Taten, die kleinen Sünden gemeint. Und wenn du eine große Sünde machst, dann kannst du nicht einfach nur beten und eine Spende geben und dann ist gut und die andere wurde gelöscht. Nein, da musst du eine Reue, da musst du eine aufrichtig bereuen von deinem Herzen, Allah um Vergebung bitten und mit den ganzen Bedingungen, die natürlich daran geknüpft sind, ja. Und deswegen ist das wichtig, liebe Geschwister, dass wir diese Sachen wissen und verstehen und lernen und wissen, was eine große Sünde ist und was eine kleine Sünde ist und dass wir uns wissen, einen eigenen, inshallah ta'ala, und das gehört natürlich ganz klar zu den besten Taten im Islam, die man machen kann, sich Wissen anzueignen, Vorträge anzuhören, Bücher zu lesen und sein Wissen zu erweitern, besonders im islamischen Sinne. Also hier haben wir heute die sechste große Sünde im Buch Kitabul Kabair, die großen Sünden, die allergrößten Sünden. Und Imam Dhahabi, rahimahullah, der hat natürlich als erstes für seine Aussage, für seine Behauptung, hat er natürlich Beweise gebracht aus dem Koran. Der erste Beweis, er brach einen Vers und dieser Vers ist: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Allah Azzurra sagt ungefähr in diesem Vers: وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Und dein Herr hat befohlen, ich habe die Übersetzung, und dein Herr hat befohlen, verehrt keinen außer ihm, außer Allah, verehrt, anbeten. Ja? Und er weist den Eltern Güte. Wenn einer oder beide bei dir ein hohes Alter erreicht haben, also von deinen Eltern, wenn ein Elternteil oder beide ein hohes Alter erreicht haben, so sage nicht Pfui zu ihnen. Ja? Und in der Übersetzung steht Pfui. Im Arabischen, im Koran steht فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ أُفْ. Ja? Zu ihnen, in der Übersetzung steht Pfui, aber dazu komme ich inshallah gleich. Und fahre sie nicht an. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ja? Und fahre sie nicht an. Ja? Sei nicht asozial zu deinen Eltern. Lass deine Stimme nicht laut werden. Ja? Benimm dich. Rede mit ihnen mit Manieren, auf gute Art und Weise, ja, und fahre sie nicht an. Also fahre sie nicht an, sondern sprich zu ihnen in ehrerbietiger Weise. Ehrerbietiger Weise. So musst du mit denen reden und das ist ein Befehl hier von Allah subhanahu wa ta'ala. Und senke für sie in Barmherzigkeit den Flügel der Demut. Ja, und senke für sie, für deine Eltern, in Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sprich: O mein Herr, erbarme dich ihrer, also meiner Eltern, ebenso wie sie mich als Kleines aufgezogen haben. Ja, sei mit ihnen, oder hab Erbarmen mit ihnen, jetzt in diesem Alter, in dem sie sind, so wie sie Barmherzigkeit mit mir hatten und mich aufgezogen haben. Mit Barmherzigkeit. Und das ist ein sehr, sehr schöner Vers, liebe Geschwister, den er hier brachte. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Verse im Koran, die zeigen, die Stellung der Eltern im Islam zeigen, was für eine hohe Stellung sie haben und wie man mit ihnen verkehren soll, beziehungsweise wie man mit ihnen umgehen soll. Ja? Und dann hat er einen anderen Beweis gebracht, auch aus dem Koran, aus Surat al-Ahqaf, wo Allah Azza wa Jalla sagt im 15. Vers: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Und wir haben dem Menschen, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, wir haben dem Menschen auferlegt und als Wasiyya gegeben, den Ratschlag oder den Befehl gegeben, anbefohlen, und wir haben dem Menschen anbefohlen, gegen seine Eltern gütig zu sein.
Seine Mutter trug ihn mit Widerwillen und hat ihn mit Widerwillen zur Welt gebracht. Mit Widerwillen, natürlich mit Schmerzen, mit Leid. Ja? Sie hat ihn mit Leid getragen. Und das wissen natürlich die Mütter und die Frauen natürlich am besten, die das schon mal hatten. Wie viel, ja, und natürlich ist es unterschiedlich von Frau zu Frau, aber viele Frauen übergeben sich und haben, fühlen sich ja, Übelkeit etc., Schmerzen. Und natürlich und bis hin zum Tod. Manche sterben bei Schwangerschaften oder haben extrem, extrem gefährliche Schwangerschaften, wie wir alle wissen. Und das ist alles, was die Mutter trägt, ja, für dieses Kind. Und Allah sagt hier, deine Mutter hat ihn getragen, 2 Jahre getragen, widerwillig getragen, also mit Schmerz, mit Leid getragen und hat ihn mit Leid zur Welt gebracht, die Geburt. Ja, eine Sache, die sich natürlich auch kein Mann vorstellen kann, diese Schmerzen. Und so, das hat sie alles gemacht. Und dann hat er diesen Vers gebracht. Und ehrlich gesagt, liebe Geschwister, gibt es viele Verse im Koran, die dieses zeigen. Ja? Und immer wieder. Und das Wichtige, liebe Geschwister, was wir hier noch von nehmen können, dass Allah Azza wa Jal hat das Recht, das sein Recht, das Recht von Allah Subhanahu wa Ta'ala als Muqaran, yani, als das, und das Recht der Eltern zusammengebracht. Immer wenn Allah Azza wa Jalla sagt, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, und betet Allah an und gesellt ihm nichts bei und seid gütig zu euren Eltern. Ja? Und auch diesen Versen. Immer wo Allah Azza wa Jalla seine Rechte bringt, das Recht von Allah Subhanahu wa Ta'ala, das allergrößte Recht und die allergrößte Pflicht von den Menschen, die sie erfüllen müssen auf dieser Erde, und das ist der Grund ihrer Existenz. Ja, Allah hat uns erschaffen dafür, für nichts, aus keinem anderen Grund. Und ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah hat uns aus keinem anderen Grund erschaffen, außer dass wir ihm dienen, ihn anbeten. Ja? Das heißt, das ist das größte Recht, was Allah hat, und von uns aus ist das die größte Pflicht, die wir haben, ihn anzubeten, ihm nichts beizugesellen. Aber wenn Allah darüber gesprochen hat, über sein Recht, so hat er gleichzeitig es immer verbunden mit dem Recht, mit den Rechten der Eltern. Ja? Das ist also einfach wie in diesem Vers, وَقَدَى رَبُّكَ, und Allah hat bestimmt, Allah hat befohlen, dass ihr ihm, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّ, dass ihr niemanden ehrt, verehrt, anbetet, außer Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ, und gütig zu den Eltern zu sein. Das heißt, er hat das einfach, das ist connected, das ist einfach das Recht von Allah, und die Rechte der Eltern sind miteinander verbunden, eng verbunden. Und deswegen sagt das Allah in sehr vielen Versen des Korans. Und direkt als allererstes, was kommt? Nach dem Recht von Allah, die Rechte der Eltern. Und das zeigt uns natürlich was im Islam, ganz klar, die Stellung der Eltern. Ja, wie die Eltern zählen oder was die Eltern bedeuten im Islam und was sie für eine Stufe haben und wie viele Rechte sie haben. Und in einem anderen Vers sagte Allah, also anishkur li wa li walidayk, so dankt mir und euren Eltern, so dankt mir und euren Eltern. Also Allah Azza wa Jalla, yani, wie gesagt, das ist einfach connected. Immer wo Allah Azza wa Jalla spricht über sich, so spricht er über die Eltern. Warum? Weil die haben diese Stufe und die haben das verdient, weil Allah Azza wa Jalla weiß, was die Wahrheit ist, und Allah weiß, was die Gerechtigkeit ist. Und der Islam ist ja gekommen mit der Gerechtigkeit und mit der Wahrheit. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es eine Sache, die wir unbedingt lernen müssen, dass wir wissen, wie wir mit unseren Eltern umzugehen haben im Islam, selbst wenn sie keine Muslime sind. Selbst wenn unsere Eltern keine Muslime sind. Weil Allah Azza wa Jalla sagt in einem anderen Vers, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ, und ich glaube, das ist in Surat Luqman, وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allah sagt in diesem Vers, und wenn deine Eltern dich dazu zwingen, ja, dich dazu zwingen und drängen und bekämpfen, dass du mir Götter zur Seite stellst, so sei ihnen in dieser Hinsicht, sei ihnen nicht gehorsam. Ja, das sagst du nicht. Die wollen unbedingt, dass du Schirk machst. Deine Eltern wollen, dass du Schirk machst. Und die zwingen dich dazu. Die sind nicht einfach nur Kuffar, einfach nur ungläubig, normale Ungläubige, Christen, Juden, Atheisten, irgendwas, Hindus, Buddhisten, nein. Sie sind Mushrikin, also Götzendiener, Kuffar, aber sie sind noch extreme Kuffar. Die zwingen dich dazu. Die wollen unbedingt, dass du Schirk machst mit Allah. Ja? Und Subhanallah, das ist ja die Sache, die Allah am meisten verabscheut ist. Bei Allah gibt es keine größere und keine schlimmere Sünde, als ihm Götter zur Seite zu stellen. Ja? Und
Und diese Leute, die das machen, diese Eltern, die von dir wollen und dich dazu zwingen und bekämpfen, dass du Allah beigesellst, diese Sünde machst, Allah sagt zu dir, du sollst mit ihnen in dieser Welt auf gute Art und Weise mit ihnen umgehen. Subhanallah. Das ist echt, ist schon krass, ist schon wirklich krass, dass man dass Allah diese Sünde so sehr hasst und das ist eine Sünde, die einzige Sünde, die Allah niemals verzeiht, wenn man so stirbt. Ja? Alle anderen Sünden sind verzeihbar bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kann die verzeihen, entweder ja, durch Strafe im Grab oder Strafe oder Krankheit, bevor man stirbt oder was auch immer, oder sogar in der Hölle für eine bestimmte Zeit, oder er verzeiht die einfach so, ohne Strafe, ohne nichts, einfach so. Ja, ohne Tauba, er verzeiht sie. Und das kann sein, bei allen Sünden, außer bei Schirk, beim Götzendienst. Und subhanallah, diese Leute, die machen Götzendienst und die rufen zum Götzendienst und Allah sagt zu dir, sei gut zu ihnen. Subhanallah, was für eine Religion, was für ein Herr, was für eine perfekte Scharia und Gesetzgebung. Ja, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass sie Rechte haben. Sie haben, egal auch wenn sie Kuffar sind. Ja, weil Allah ist der Allerbarmer, der ist der Barmherzige, ist einfach so. Ja, Kuffar nicht Kuffar, aber so sind seine Gesetze. Ja, Recht ist Recht. Und weil deine Eltern dich auf die Welt gebracht haben, Schmerzen hatten, sich Sorgen gemacht haben, gearbeitet haben für dich, geopfert haben für dich, auch wenn sie Kuffar sind, so haben sie Rechte. Ja? Und deswegen ist es eine Verpflichtung, liebe Geschwister, von uns, dass wir unsere Eltern ehren und versuchen, mit ihnen auf beste Art und Weise umzugehen und ihnen vergeben, wenn sie Fehler gemacht haben mit uns oder wenn sie Fehler machen, dass wir trotzdem versuchen, sie gut zu behandeln und nicht gleichermaßen, ja, als ihnen wieder zurückzugeben. Übrigens, liebe Geschwister, der Vortrag oder das bedeutet ja, oder das, worüber wir reden, ist ja Uquq al-Walidain. Und Uquq al-Walidain, das kommt ja von Ungehorsamkeit oder den Eltern nicht Güte zu erweisen. Ja? Al-Aq, die Person, die das macht, Al-Aqu li-Walidain, der macht Aq. Aq, ja, der ist ein Aq. Der Typ, der das macht, die Person, die das macht, ist ein Aq. Hua Aq li-Walidain. Und wir sehen das gleich in den Hadithen. Der Prophet Muhammad sallam mochte es nicht, dass man das Wort Aqiqa, wenn man ein Kind bekommt, dann macht man was? Macht man eine Aqiqa. Ja, eine Aqiqa, man schlachtet ein oder zwei Schafe und das ist dann sozusagen als Dank an Allah subhanahu wa ta'ala und dass das Kind inshallah auch gesegnet wird und so weiter und so fort. Und das Wort Uquq kommt, also Aqiqa in diesem Wort, also es kommt von demselben Wortlaut. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es nicht gemocht, dieses Wort zu benutzen, Aqiqa. In manchen Hadithen ist es erwähnt, in manchen Hadithen ist es nicht erwähnt. Ja? Warum? Weil in diesem Wort schon diese Ungehorsamkeit oder etwas Negatives drin ist. Ja? Den Eltern keine Güte zu erweisen. Ja. Barakallahu. Und deswegen, liebe Geschwister, kommen wir inshallah jetzt auch zu den ganzen Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und hier hat der Gelehrte viele Hadithe gebracht. Ja, und wir werden inshallah dann auch einige Hadithe und einige Beweise dazu nehmen, die uns deutlich machen, wie schlimm diese Sünde ist, wie groß diese Sünde ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Junge kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er wollte sich beschweren, über seinen Vater beschweren, weil sein Vater von seinem Geld nimmt. Ja. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und er dachte, er gibt ihm vielleicht recht. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt? Er sagte zu ihm, du und dein Besitz gehören deinem Vater. Du und dein Besitz gehören deinem Vater. Subhanallah. Ja, das ist. Und dann hat er viele andere Hadithe gebracht. Einmal sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, rahima anfuhu, thumma rahima anfuhu, thumma rahima anfuhu. من أدرك والده والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. Der Prophet Muhammad sagte, seine Nase ist erniedrigt. Ja, seine Nase ist erniedrigt oder beziehungsweise also wortwörtlich, seine Nase ist im Boden. Ja, die Nase einer Person soll im Boden wie sagt man das? Wie können wir es am besten übersetzen?
Ja, die Nase, also die Bedeutung davon ist einfach, diese Person ist erniedrigt und er wiederholte es dreimal. Diese Person ist erniedrigt, diese Person ist erniedrigt, diese Person ist erniedrigt. Aber der arabische Wortlaut dafür ist, oder wortwörtlich übersetzt ungefähr, sein, genau, versinken. Jazakallahu khairan. Ja, seine Nase soll im Boden versinken. Seine Nase soll im Boden versinken und er wiederholte es dreimal. Ja? Und dann wurde er gefragt, wer ja Rasulullah? Er sagte, derjenige, dessen Eltern von der Person, dessen Eltern am Leben sind, ja, dessen Eltern am Leben sind, einer von ihnen oder beide, und er dann dadurch oder durch sie nicht ins Paradies kommt. Ja? Das heißt, wenn ein Elternteil von dir noch am Leben sind oder beide, und sie haben jetzt ja, ein hohes Alter erreicht, wenn sie nicht der Grund sind dafür, dass du ins Paradies kommst, dann bist du erniedrigt. Und der Prophet Muhammad wiederholte das dreimal. Also eine Person ist erniedrigt. Ja, erniedrigt, erniedrigt, erniedrigt. Wenn einer oder beide seine Elternteile am Leben sind und sie sind kein Grund dafür, dass er ins Paradies kommt. Subhanallah. Ja, das heißt, es ist so einfach, ins Paradies zu kommen, durch die Güte der Eltern. Subhanallah. Egal, Muslim, kein Muslim, das hat damit nichts zu tun. Okay? In einem anderen Hadith, liebe Geschwister, sagte der Prophet Muhammad, من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة أبعده الله. Ja, der Prophet Muhammad ging einmal auf den Minbar, auf sein Minarett, und hielt eine Ansprache an die Sahaba radiallahu anhum. Und jede Stufe, die er ging, sagte er Amin, Amin, Amin. Und dann haben die Sahaba radiallahu anhu danach gefragt und er sagte, Jibril ist zu mir gekommen. Jibril, der Erzengel Gabriel, Jibril alayhi salatu wasalam, ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, derjenige, dessen Eltern am Leben sind, einer von ihnen oder beide, und dieser dann nicht ins Paradies geht, möge Allah ihn weit weg, möge Allah ihn weit entfernen. Weit entfernen, hiermit ist gemeint, weit entfernen von der Barmherzigkeit Allahs und vom Paradies Allahs. Jibril sagt das zu Muhammad, ja? Und er sagt dann, Jibril selber sagt Amin und sagt zu Muhammad, sag Amin. Und Muhammad sagte Amin. Ja? Also hier wurde Dua gemacht von Jibril, der beste und gewaltigste aller Engel. Ja? Und der beste und gewaltigste aller Propheten. Sie haben beide Dua gemacht gegen denjenigen, der seine Eltern nicht gut behandelt oder der nicht ins Paradies gelangt, dadurch, dass er seine Eltern gut behandelt, wenn einer von ihnen oder beide noch am Leben sind. Wenn er dadurch nicht ins Paradies kommt, Muhammad sallam und Jibril haben gegen die Dua gemacht. Und die Bittgebete, subhanallah, yani, wir wissen alle, dass die Bittgebete des Propheten und Jibril eigentlich, wir kennen das nicht, dass sie abgelehnt werden oder wurden. Ja, und deswegen, liebe Schwester, ist es sehr, sehr wichtig, inshallah, für uns, dass wir diese Sachen verstehen. Und der Prophet Muhammad sagt im anderen Hadith, Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, soll ich euch nicht berichten von den größten aller Sünden? Dann haben die Sahaba gesagt, Bala ya Rasulullah, dann hat er gesagt, was? Al-Ishraku billah. Und so weiter. Und der Wadakara minha Uquq al-Walidain. Also, Ash-Shirk billah als erstes. Und von den Sachen, die er nannte, war Uquq al-Walidain, den Eltern nicht Güte zu erweisen. Der Prophet Muhammad sallam sagte: Al-Walid awsat abwab al-Jannah. Ja, er sagte: Der Vater ist, oder die Eltern, ja, sind die Eltern, sind das mittlerste Tor der sieben Paradiestore. Ja, ist das mittlerste Tor der Paradiestore. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallam weiter, er sagte weiter, فَإِنْ شِئْتَ فَحْفَظْ وَإِنْ شِئْتَ فَضَيِّعْ. Ja, wenn du so willst, bewahre dieses Tor für dich, und wer möchte, der soll es einfach er soll es nicht einfach verbocken oder die Katze
Läuft jetzt hier rum. Einen Moment. Okay. Und er sagte dann, wer möchte, er soll dann sich dieses Tor, das Tor zum Paradies, und die Paradiestore übrigens, wir wissen nicht alle, wie sie heißen. Ja, wir wissen von Bab al-Rayyan für die Fastenden, ja, aber wir wissen nicht, wie die alle heißen. Aber wir wissen, dass es ein Tor gibt, was Bab al-Rayyan heißt, für die Fastenden, für die Leute, die viel fasten, etc. Und wir wissen auch von diesem Tor. Ein Tor der Paradiestore, eins dieser Tore, ist für die Fasten, für diejenigen, die ihre Eltern gut behandeln, beziehungsweise ihren Eltern gegenüber gütig sind. Und das wissen wir zum Beispiel von diesem Hadith hier. Und dann sagte der Prophet Muhammad in einem anderen Hadith, er sagte, Rida Allah fi Rida al-Walidain wa sakhat Allah fi sakhat al-Walidain. Die Zufriedenheit Allahs ist abhängig von der Zufriedenheit der Eltern. Und der Zorn Allahs ist abhängig vom Zorn der Eltern. Okay, und das natürlich darf man, diesen Hadith darf man nicht falsch verstehen. Damit ist nicht gemeint, deine Eltern sind auf dich zornig und sauer, weil du Muslim bist oder weil du betest oder weil du als Muslime Kopftuch trägst oder Niqab, ja, dass du sie zufrieden machen musst, ja, indem du dann dein Hijab ausziehst oder indem du dann nicht betest oder indem du dich vom Islam entfernst oder wie auch immer. Damit ist das natürlich nicht gemeint, ja. Damit ist natürlich gemeint im Allgemeinen, dass du versuchen musst, deine Eltern glücklich zu machen. Und wenn du deine Eltern glücklich machst, ja, im Allgemeinen glücklich machst und zufrieden machst, und damit ist dann gemeint, dass dadurch hast du auch die Zufriedenheit Allahs. Und wenn du deine Eltern zornig machst, ja, indem du einfach schlecht zu ihnen bist, indem du ungehorsam bist, indem du nicht auf sie hörst, im Guten, bil ma'ruf, ja, nicht auf sie hörst, alles was erlaubt ist. Ja, wenn sie sagen, geh mir eine Flasche Bier kaufen, sagst du, tut mir leid, geht nicht, darf ich nicht, ja, kann ich nicht machen. Wenn sie dich rufen, dass du eine Sünde machst, dann gibt es natürlich keine Gehorsamkeit, weil das dann die Ungehorsamkeit Allahs bedeuten würde. جاء رجل يستأذن في الجهاد معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحي والديك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, zu ihm kam ein Mann und er sagte zu ihm, und er wollte mit zur Schlacht gehen, ja, Jihad machen, Jihad fi sabilillah machen. Und da hat der Prophet Muhammad s.a.w. ihn gefragt, leben deine Eltern? Er sagte ja. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. zu ihm gesagt, geh zu deinen Eltern und mache bei ihnen Jihad. Mach Jihad bei ihnen, bei deinen Eltern. Ja, kämpfe bei ihnen, kämpfe, das heißt, mach sie glücklich, kümmere dich um sie. Ja. Und dann im anderen Hadith, wo der Prophet Muhammad s.a.w. gefragt wurde, من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال أمك ثم من؟ قال أمك ثم من؟ قال أمك ثم من؟ قال أبوك. Ja. Ein Mann kam zum Prophet Muhammad s.a.w. und hat ihn gefragt, O Gesandter Allahs, wer hat das meiste Anrecht darauf, dass ich mit ihm gütig umgehe? Er sagte, deine Mutter. Dann fragte der Mann, und dann? Er sagte, deine Mutter. Und dann fragte der Mann, und wer danach? Er sagte, deine Mutter. Und dann sagte der Mann, wer danach? Er sagte, dein Vater. Dreimal hintereinander sagte er, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Die hat das größte Anrecht darauf, auf diese Erde, von allen Menschen, mehr als deine Ehefrau, mehr als deine Kinder, das allergrößte Recht darauf, dass du mit ihnen gut umgehst, das allergrößte Recht darauf hat deine Mutter. Und nach deiner Mutter hat es deine Mutter. Und nach deiner Mutter hat es trotzdem noch deine Mutter. Und nach deiner Mutter zum dritten Mal hat das erst dein Vater. Und nach deinem Vater haben das alle anderen. Ja, so ist der Islam, subhanallah, absolut gerecht. Und eine wunderschöne Religion von einem wunderschönen Herrn, subhanallah. Dann hat er auch noch den Hadith gebracht vom Prophet Muhammad sallam, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, La yadkhul al-jannata, la yadkhul al-jannata aaq, wala mannan, wala mudminu khamr, wala mu'minu bisihr. Der Prophet Muhammad sallam sagte dann in diesem Hadith, derjenige, also ins Paradies geht nicht hinein, einer der, er nannte vier Leute, Leute, die vier Eigenschaften, nein, nicht so, so könnte man verstehen, dass sie alle vier Eigenschaften erfüllen müssen oder haben, aber so ist das ja nicht. Der Prophet Muhammad sagte, ins Paradies geht nicht, das ist ein bisschen manchmal schwer zu übersetzen vom Arabischen, ins Paradies geht keiner,
der seinen Eltern gegenüber ungehorsam ist, schlecht gegenüber seinen Eltern ist. Als zweites, wala mannan. Mannan ist jemand, der etwas Gutes tut, jemandem hilft und dann hält er es ihm immer vor. Ja? Wie nennt man das auf Deutsch nochmal? Wie nennt man das auf Deutsch? Vielleicht kann nochmal jemand von euch helfen. Ja, ein Mannan, Al-Mann. Al-Mann steht in Surat Al-Baqarah. Ja, das ist ganz, ganz schlimme Sünde und eine ganz, ganz schlimme Eigenschaft bei den Menschen. Eine Sache, die Allah überhaupt nicht liebt, überhaupt nicht, ist, dass man jemandem hilft, ja, und es ihm dann später vorhält. Ja, jemandem hilft und dann später ihm vorhält, ich habe dir gegeben, ich habe dir geholfen, ja, und man es ihm auf die Nase bindet. Sowas, also hier in diesem Hadith, von diesem Hadith oder von diesem Wortlaut könnte man dann sagen, ist eine große Sünde, weil la yadkhulul Jannah, jemand geht nicht ins Paradies. Dieses deutet auf, das ist eine große Sünde. Nummer eins sagte er was, und das ist natürlich das Wichtigste für uns, für unser Thema hier. Er sagt, er geht nicht ins Paradies. Derjenige, der schlecht zu seinen Eltern ist, der ungehorsam seinen Eltern gegenüber ist. Nummer zwei, al-Mannan, derjenige, der immer Leuten etwas vorhält. Er tut ihnen was Gutes, er schenkt ihnen was, er spendet ihnen was und dann hält er es ihnen vor. Als drittes, ein Alkoholiker. Als viertes, derjenige, der an Magie glaubt. Ja, an Magie glaubt. Und dann brachte er den Hadith vom Propheten Muhammad, Ja'a Arabiyun, faqal, Ya Rasulullah, er sagte, O Gesandter Allahs, was sind die großen Sünden? Und da sagte der Prophet Muhammad zu ihm, Nummer 1, Al-Ishraku billah, Schirk mit Allah, Schirk zu machen, Götzen anzubeten. Ja? Allah Partner zur Seite zu stellen, Nummer 1. Nummer 2, Uququl walidain. Allah als Nummer 2, die Eltern schlecht zu behandeln oder beziehungsweise nicht gütig zu ihnen zu sein. Und dann sagte der Prophet Muhammad in einem anderen Hadith, La yadkhul jannata aaq wa la mukadhibun bil qadar. Ja? Dann sagte er im anderen Hadith, den er erwähnt hatte, sagte er geht nicht ins Paradies, derjenige, der schlecht zu seinen Eltern ist und derjenige, der nicht an das Schicksal glaubt. Und dann brachte er noch einige Hadithe an Abi Bakr, marfu'an, kullu dhunub, yuakhiruha Allah minha, ma yasha'u ila yawm al-qiyamah, illa uquq al-walidain, fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Auch kann man sagen, in diesem Hadith sagt der Prophet Muhammad, wird überliefert, alle Sünden, also Allah Azzawajal verschiebt oder lässt die Strafe für die, also als Strafe, oder der Mensch wird zur Rechenschaft gezogen, beziehungsweise bestraft für alle Sünden am Tage der Auferstehung, außer die Sünde, dass man zu seinen Eltern schlecht ist, für ihn gibt es vorgezogene Strafe. Ja, vorgezogene Strafe, das heißt Strafe, das heißt, er wird schon im Diesseits bestraft. Wie? Allah weiß das. Krankheit, Probleme, dieses, jenes, nur Allah weiß das. Ja? Aber derjenige, der seine Eltern schlecht bestraft, schlecht behandelt, ungehorsam ist, das ist ein Grund dafür, dass er schon Strafe im Diesseits bekommt. Ja, auf eine Art und Weise, die Allah kennt. Wie gesagt, das kann sehr, sehr viele verschiedene Formen haben oder Facetten haben oder ja, also wie das zustande oder wie das was er als Strafen bekommt oder was dann eine Strafe ist in dem Sinne, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Dann hat er einen anderen Hadith gebracht, wo der Prophet Muhammad sagte, niemand kann seinen Eltern, ja, sein Vater oder beziehungsweise damit ist meistens gemeint, seine Eltern Gutes vergelten, ja, oder es ihm zurückzahlen oder den Eltern zurückzahlen, das, was sie an Rechten haben, es ihnen zurückzahlen, außer wenn er sie als Sklaven vorfinden würde, sie freikaufen würde, also sie kaufen würde und dann ihnen die Freiheit gebe. Ja, und das ist eine Sache quasi, die uns sagt, einfach unmöglich, ja, dass du deine Eltern als Sklaven findest. Das wäre die einzige Möglichkeit, wo du deinen Eltern die Dankbarkeit auszahlen könntest. Ja? Und der Hadith ist überliefert bei Sahih Muslim. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad, La'anallah, La'anallah al-'aqul walidayh. Dann brachte er den Hadith,
Allah hat denjenigen, der seine Eltern schlecht behandelt, ungehorsam ist, nicht Güte erweist, Allah hat ihn verflucht. Allah verflucht diesen Menschen. Ja? Und Allah verflucht diesen Menschen, habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, aber nur als Erinnerung, verflucht im Islam, wenn du das hörst, das erstens bedeutet eine große Sünde. Immer wenn steht verflucht, bedeutet eine große Sünde. Die Bedeutung verflucht im Islam bedeutet was? Es bedeutet, derjenige, der verflucht ist, er ist ausgeschlossen von der Barmherzigkeit Allahs. Das bedeutet, verflucht zu sein im Islam. Ja, das heißt, diese Person ist ausgeschlossen von der Barmherzigkeit Allahs. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr gefährlich ist. Und dann brachte er einen anderen Hadith, wo steht, Al-Khalatu bimanzilatil Die Tante, und Al-Khala ist im Arabischen, das ist also paternell, maternell. Maternell heißt die Tante mütterlicherseits, ja, Al-Khala. Weil Mütter, die Tante väterlicherseits, nennt man im Arabischen Al-Amma. Ja, Al-Amma. Und Al-Khala, das ist Onkel oder Tante mütterlicherseits. Ja, der Prophet Muhammad sagt in diesem Hadith, dass die Tante mütterlicherseits, die hat die Stufe der Mutter. Die hat die Stufe der Mutter. Subhanallah, das zeigt uns auch, ja, die allgemein die Stellung auch der Tanten, dass sie im Islam, ja, bimansila, das ist die auf einer Stufe mit der Mutter. Ja? Natürlich ist sie nicht auf einer Stufe mit der Mutter, dass du bei ihr genau so sein musst, wie bei deiner Mutter und alles machen musst, was sie sagt, etc., wie bei der Mutter. Aber es zeigt uns, dass sie eine extrem hohe Stellung haben, wie die Mutter. Und dann wird überliefert auch, dass gesagt wurde, ja, Musa, o Moses, in einem Hadith, ehre deine Eltern, denn wer seine Eltern ehrt, so wird Allah seine Lebensdauer vermehren. Ja? So derjenige, der seine Eltern ehrt und Ehrerbietung zeigt, seine Lebensdauer wird erweitert. Wenn man diese Sache hört, das gibt es zum Beispiel auch bei den Salawat auf Muhammad sallam, glaube ich, dass er ein langes Leben bekommt. Bei Silatul Rahim, genau, bei Silatul Rahim, derjenige, der seine Verwandtschaftsbande pflegt, ja, er wird ein langes Leben haben. Ja, wir glauben natürlich daran, dass das Leben eigentlich festgelegt wurde, ja, wie lange wir leben, ganz genau festgelegt wurde. Genau der Augenblick, auf die Sekunde genau, ist festgelegt, wann wir sterben. Deswegen braucht der Muslim auch keine große Angst haben vor dieses und jenes, vor normalen Sachen natürlich, weil er kann ja gar nicht vorher sterben. Ja? Das heißt nicht, dass man natürlich jetzt vor dem Zug springt und denkt, ja, ich sterbe sowieso nicht. Erst wenn es geschrieben steht, aber dann ist es halt dann der Moment. Ist aber dann ein schlechtes Ende natürlich. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, ja, wenn das in Hadithen steht, damit ist gemeint, manche Gelehrte sagen, okay, damit ist wirklich die Länge des Lebens gemeint und Allah hat das aber dann auch schon festgelegt, weil dass er dadurch länger lebt, als er normalerweise hätte leben sollen, ja, weil er diese Taten erfüllt und macht. Und dann gibt es natürlich die Erklärung von Gelehrten, dass sie sagen, sein Leben ist dann gesegnet, seine Lebensdauer ist gesegnet, er schafft viel, viel mehr in seinem Leben als andere Leute. Und das ist natürlich, scheint uns auch sehr, sehr logisch, weil wenn wir sehen, was manche Gelehrte, manche Menschen in ihrem Leben alles so machen und wie viele Bücher sie geschrieben haben und was sie alles gemacht haben, da denkt man sich, hey, die hat ja 300 Jahre gelebt oder, ja, und dann sieht man, diese Person hat nur 40 Jahre gelebt. Also von den großen Imamen und Gelehrten zum Beispiel, die vor uns gelebt haben, also manchmal haben sie hunderte von Büchern geschrieben und zu einer Zeit, wo es keine Mittel gab wie heute und so weiter und so fort und subhanallah. Und das sind natürlich dann klare Beweise, dass Allah also ihnen Segen gegeben hat in ihrer Zeit. Ja, Allah kann Segen geben, eine Sache segnen. Und wenn eine Sache gesegnet ist, zum Beispiel gibt es Leute, die verdienen wenig, aber ihr Verdienst ist gesegnet, vielleicht wegen der guten Absicht, der guten Arbeit etc. etc. Und dadurch ist ihr Leben, ihr wenig, ihr Besitz, und es ist wenig, aber es ist gesegnet. Ja, das heißt, es reicht ihnen und subhanallah, die können dadurch noch Geld sparen. Also ich habe mal wirklich Leute mal kennengelernt, so ältere Leute, die sich wirklich mit einem so kleinen Lohn, ja, also wirklich mickrigen Lohn, so viel Geld gespart haben, ein Haus gebaut haben in der Heimat und so weiter und so fort und Hajj gemacht haben etc. Und dann sehen wir unsergleichen, ja, also Leute jetzt, sag ich mal, ja, die manchmal wirklich viel verdienen, also 4, 5, 6, 7.000, also wirklich
ne, Akademiker, Leute, die studiert haben etc., die viel Geld verdienen, aber am Monatsende, sie sind pleite. Subhanallah, ja. Und das hat natürlich auch oft, hat vielleicht auch andere Gründe, aber es hat auch die Lebensweise etc. etc. Aber es hat auch definitiv damit was zu tun, dass Allah Azzawajal, dass Allah Azzawajal die, wie nennt man das, die Sache einfach segnet, ja. Und das kann die Lebensdauer sein, das heißt die Gesundheit sein, dass deine Spende segnen, ja, und so weiter und so fort. Und dann hat er noch zwei Hadithe gebracht, und in denen, genau, Entschuldigung, ich habe den Hadith noch nicht zu Ende gesagt. Und er brachte in diesem Hadith, dass derjenige, der seine Eltern gut behandelt, dass seine Lebensdauer vermehrt wird und dass er Söhne bekommt, die ihn glücklich machen. Und derjenige, der das Gegenteil macht, der Ruquq macht, der die Sünde macht, die große Sünde macht, und zwar seine Eltern ungehorsam ist und seine Eltern schlecht behandelt, was wird er bekommen? Sein Leben wird verkürzt, sein Leben wird verkürzt, seine Lebensdauer wird verkürzt und er bekommt Söhne, die ihn auch schlecht behandeln, so wie er seine Eltern schlecht behandelt hat. Und das ist allgemein eine Regel im Islam, al-jazau min jinsil amal, ja, so wie du anderen tust, wird dir selber vergolten, oder wie man das sagt, ja. Und dann brachte er nochmal zwei Hadithe von Muqala Abu Bakr ibn Maryam, qara'tu fit Tawrat, man yadrib abahu yuqtal. Und dann hat er eine Überlieferung hier gebracht, dass gesagt wurde, dass Abu Bakr ibn Maryam sagte: Ich las in der Tora, in der Tora, in der Tora, fit Tawrati, in der Tora im Alten Testament. Qara'tu fit Tawrati, man yadrib abahu yuqtal. Ich las im Alten Testament: Wer seinen Vater schlägt, er wird getötet. Also er bekommt die Todesstrafe. Derjenige, der seinen Vater schlägt, er bekommt die Todesstrafe. Und der zweite Hadith ist genau, also fast mit demselben Wortlaut. Möge Allah also uns, liebe Geschwister, das richtige Verständnis geben und möge Allah uns recht leiten, dass wir inshallah diese Sünde nicht begehen, dass wir unseren Eltern gegenüber Güte erweisen, dass wir Gehorsam leisten. Gehorsam leisten, natürlich alles im Rahmen des Erlaubten. Nicht, wenn sie von uns verlangen, Sünden zu machen oder Haram zu machen, sondern bil ma'ruf, das heißt alles, was sie von uns verlangen, was unsere Kapazität oder was unsere Möglichkeiten zulassen, dass wir das inshallah erfüllen, sie glücklich machen, ihnen Geschenke geben, sie unterstützen, ganz besonders im hohen Alter, wenn sie unsere Hilfe am meisten brauchen, unsere Zeit brauchen, dass wir sie nicht bevorzugen, dass wir nicht unsere Frauen und also von den Frauen die Männer bevorzugen vor der Mutter und vor dem Wohlergehen und dass man sich um die Eltern kümmert, etc. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und als letztes, inshallah, zu diesem Thema, liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig, inshallah, dass wir auch versuchen, dass wir uns nicht wegen einer Ehe, einer Heirat, ja, die Beziehung zu unseren Eltern kaputt machen. Weil das ist eine Sache, die viele Muslime machen, besonders heutzutage sehr, sehr weit verbreitet ist und leider auch sehr, sehr schlimm ist und eine sehr schlimme Eigenschaft ist und eine sehr schlimme Tat ist, dass man nur weil man, ja, man hat Eltern und seine Eltern sind halt manchmal, ja, manchmal sind die, sag ich mal, ja, haben die ein falsches Verständnis, manchmal sind sie einfach, ja, haben sie so unbegründete oder komische Gründe, warum sie diesen Ehepartner nicht wollen. Manchmal haben sie recht, ja, weil sie einfach mehr Lebenserfahrung haben und so weiter und so fort. Und manchmal haben sie da natürlich auch Unrecht, weil es einfach Nationalismus ist oder was auch immer. Aber macht euch euer Leben oder eure Beziehung zu euren Eltern nicht kaputt wegen einem Mann oder nicht kaputt wegen einer Frau. Ja? Nicht nur, weil ich unbedingt diese Frau heiraten will oder diesen Mann unbedingt heiraten will, ist mir egal, was meine Eltern dazu sagen. Und man geht durch, ja, und man macht die Beziehung zu seinen Eltern kaputt wegen einer Heirat mit einem anderen Menschen und man macht dann die Beziehung auch zu Allah subhanahu wa ta'ala natürlich damit oder man schadet der Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala extrem dadurch und deswegen, liebe Geschwister, macht euch nicht dieses kaputt, indem man wirklich die Beziehung zu seinen Eltern verliert und zerstört, nur weil man eine Frau gefunden hat, die man unbedingt heiraten will oder muss,
in seinen Augen oder andersrum einen Mann. Inshallah, möge Allah Azza wa Jalla, lieber hat man Sabr, lieber hat man Geduld und Allah Azza wa Jalla wird dir inshallah auch dafür vielleicht dir noch einen viel, viel besseren Partner geben. Entweder hat man Geduld und bis sie es akzeptieren oder man nimmt ihre Entscheidung an und man bittet Allah subhanahu wa ta'ala und Allah Azza wa Jalla wird dir dann vielleicht etwas viel, viel Besseres geben als das, was du wolltest, weil du deinen Eltern gegenüber Gehorsam geleistet hast und sie nicht zornig gemacht hast. Möge Allah uns das richtige Verständnis geben. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum und wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und inshallah komme ich jetzt zum zweiten Thema und das zweite Thema wird auf jeden Fall definitiv kürzer sein, inshallah. Und ich werde inshallah jetzt kurz reden über die Scheidung im Islam. Und okay. Ich werde inshallah jetzt über die Scheidung reden. Übrigens, ich werde nicht sehr weit oder sehr tief ins Detail gehen. Ich werde inshallah das Thema ein bisschen überfliegen, sodass wir alle ein bisschen Wissen über die Angelegenheit der Scheidung im Islam wissen, weil es heutzutage leider sehr, sehr viel falsch, sehr viel darin falsch gemacht wird und diese Sache falsch verstanden wird und darüber sehr, sehr oft extrem große Unwissenheit herrscht zwischen den Muslimen und oft einfach nur so gehandelt wird, wie es einem die Gefühle gerade vorgeben, beziehungsweise wie man das einfach kennt oder aus der Wut heraus. Man macht einfach, was man will und dann macht man viele Sünden. Und deswegen, inshallah, werden wir über dieses Thema jetzt sprechen. Und ich werde als erstes anfangen mit dem Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, der überliefert wurde bei Imam al-Tirmidhi und an Qawlihi an والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Allah Azza wa Jalla sagt in diesem Vers in Surah Al-Baqarah, und die Frau, die sich scheiden lässt von ihrem Mann oder die Frau, die geschieden wurde, يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Ihre Wartezeit, ihre Idda ist 3 Monate. Ja, ist 3 Monate. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, er sagte dazu, dass der Mann sich in der Jahiliya, in der vorislamischen Zeit, in der Jahiliya, haben sich die Männer, die haben schon die Scheidung gekannt und die haben sich auch scheiden lassen. Aber sie haben sich scheiden lassen, so oft wie sie wollten und haben die Frau so oft wie sie wollten wieder zurückgenommen als Ehefrau. Ja? Und daran gab es keine Grenze. Und das ist natürlich dann, was ist dadurch passiert? Menschen wurden dann, anderen Menschen wurde Unrecht getan. Und der Islam ist dafür gekommen, um jede Art von Ungerechtigkeit aufzuheben und absolute Gerechtigkeit zu etablieren unter den Menschen, unter Vater und Sohn, unter Mann und Ehefrau, unter Hakim und Mahkum, unter dem Führer und dem Volk, unter allen Menschen, sogar unter den Tieren. Al-Islam ist dafür gekommen, um Gerechtigkeit zu etablieren auf der Erde. Und das natürlich auch in diesem, in Bezug auf Ehe und auf Scheidung. Und deswegen, liebe Geschwister, ist der Islam dann gekommen und hat dieses abrogiert und hat es aufgehoben, diese Art von Scheidung aufgehoben, und er hat dann den Vers, Allah also hat den Vers dann herabgesandt, auch in Surat al-Baqarah, At-Talaqu marratan. At-Talaq, die Scheidung, ist 2-mal im Islam. Ja, 2-mal im Islam. Und dann beim 3. Mal ist es natürlich, ist dann vorbei. Und Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagte, dass der Mann sich so oft hat sich so oft scheiden lassen, wie er wollte in der Jahiliya. Und der Islam hat dieses dann aufgehoben, die Art und Weise, wie sie mit der Scheidung umgegangen sind, hat es aufgehoben. Und in diese Scheidung, liebe Geschwister, im Islam ist ein Hukm Shar'i, ist ein islamisches Gesetz, so wie andere Gesetze im Islam, die man befolgen muss. Ja, die man befolgen muss. Es ist keine Sache einfach so nach Emotionen oder so, wie es dir gerade passt. Du machst es, wie du willst und wann du willst und was du willst. Nein, weder der Mann noch die Frau, sondern es ist ein Hukm, ein Urteil. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat es herabgesandt und hat das zu einem Gesetz gemacht. Und daran sind einiges oder sind viele Sachen verknüpft und werden schon einige davon jetzt auch erwähnen. Allah hat das natürlich so gemacht, liebe Geschwister, dass die Menschen, manchmal heiratet man heiratet einen aus demselben Land,
selbe Kultur, man versteht vieles, ja, was man macht, was man nicht macht und so. Die Chemie passt einfach und Alhamdulillah, alles ist in Ordnung. Und manchmal ist das nicht der Fall. Manchmal hat man heiratet eine Person, vielleicht sogar aus dem eigenen Land, aus der eigenen Familie, vielleicht also irgendwo weiter weg von der Familie oder was auch immer. Ja, und aber trotzdem, ja, nee, man versteht sich nicht auf Anhieb und ja, es passt nicht alles. Man muss es aber miteinander haben und ja, und man kämpft, ja, weil es eine Familie ist, die man nicht auseinander, aber die man nicht kaputt gehen lassen will, etc. Und vielleicht so mit der Zeit und mit Dua und mit Geduld gibt Allah also Segen und am Ende kommt man miteinander klar. Und man hat Sabr und man macht weiter. Ja, und das kennen wir natürlich sehr, sehr oft von unseren Großeltern. Also meine Großeltern zum Beispiel, die haben, glaube ich, wann haben die geheiratet? Also mein Opa ist fast 100 Jahre alt und ich glaube, der hat geheiratet mit, ich weiß gar nicht, 16, 15, 16, 17. Subhanallah, also 80 Jahre. 80 Jahre verheiratet, mashallah, tabarakallah. Und bei denen ist das so. Und wenn ich mal bei denen bin, Subhanallah, die streiten sich und so wie kleine Kinder, Subhanallah, aber ja, sie sind 80 Jahre verheiratet. Und wenn du sie jetzt fragen würdest, ich meine, vielleicht spielen die auch, also mein Opa besonders, vielleicht spielt der cool, aber der würde niemals sagen, dass er so seine Frau liebt, ja, oder so irgendwie. Aber so war das früher einfach, ja, bei sie, ja, Khalas, man ist verheiratet, man hat Sabr, egal, reg mich auf, die regt mich nicht auf. Schön, nicht schön, die ist romantisch, nicht romantisch, interessiert nicht. Ja? Man hat Sabr, inshallah, und fertig. Und das war halt damals normal. Aber leider heutzutage bei uns, es passt hier die kleinste Sache nicht, dann heißt es einfach ciao. Ja, möge Allah uns recht leiten. Aber so ist das nun mal. Und das ist aber, das kann auch sein, dass man einfach normalerweise, ja, dass man dass man natürlich kämpft und wenn die Chemie nicht passt und stimmt, versucht man, versuch, hab Geduld, mach Dua, versuch entgegenzukommen, Kompromisse, dieses und jenes, ja. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die heiratet man und da stimmt einfach, die Chemie stimmt einfach nicht zwischen Mann und Frau. Die stimmt einfach nicht, diese Leute, die verstehen sich nie und nimmer, ja. So wie manchmal bei Freunden, sag ich mal, oder bei Leuten, die man neu kennenlernt. Entschuldigung, Subhanallah, und man lernt jemanden kennen und zum Beispiel es passiert mir auch, oder es mir auch schon mal passiert in meinem Leben, dass ich einen Bruder kennengelernt habe, wo ich so weiß, ey, dieser Bruder, Allahu alam, aber alles, was ich von ihm gesehen habe, Mashallah, ein super Bruder, ja, tausendmal besser als ich, alles in Ordnung bei diesem Mann. Aber ich merke, wir können keine Freunde sein. Ja, man versteht sich nicht auf diese Art und Weise, ja, da ist irgendwie die Chemie und das gab es sogar bei den Sahaba. Und das kann ja auch sein bei Mann und Ehefrau. Ja, dass man einfach, das heißt nicht unbedingt, dass einer von ihnen unbedingt schlecht sein muss oder beide. Nein, es kann sein, dass beide gute Muslime, rechtschaffene Muslime sind, aber die Chemie passt einfach nicht. Ja, man versteht sich gar nicht, null. Ja, es ist einfach extrem. In jederlei Hinsicht, große Sachen, kleine Sachen, man versteht sich einfach gar nicht. Und dafür, liebe Geschwister, hat auch der Islam eine Lösung gebracht. Und das ist die Scheidung. Ja, wenn man sich nicht versteht, wenn es nicht geht, dann geht die Scheidung. Ja, weil der Islam zwingt nicht, weder den Mann noch der Frau. Allah zwingt keinem, mit einem anderen so eng zusammenzuleben. Ja, und mit einem so nah zu sein, mit dem man nicht leben kann oder leben will. Ja, aber es muss schon seine Gründe haben und wir werden inshallah gleich dazu kommen. Und eine Sache, liebe Geschwister, die auch weit verbreitet ist, ist, dass viele Menschen glauben, dass im Islam sich nur der Mann scheiden lassen darf von der Frau. Ja? Dass der Frau Unrecht getan wird. Ja? Dass der Frau Unrecht getan wird, weil sie kann sich gar nicht scheiden lassen, nur der Mann darf sich scheiden lassen. Und das ist so nicht richtig liebe Geschwister, weil das ist kein Hukm, das ist nicht der Islam. Im Islam hat der Mann das Recht, sich scheiden zu lassen und die Frau hat auch Recht, sich scheiden zu lassen. Ist einfach nur mal so. Es ist nicht eine Sache, die Allah liebt. Und das zeigt uns ein Hadith ganz, ganz deutlich. Und zwar der Hadith, dass der Satan, Shaitan, er hat Junud, er hat Soldaten, ja, seine Djinn. Und er schickt die jeden Tag. Er schickt sie raus und sie sollen einfach Ifsad machen. Die sollen einfach Unheil stiften auf der Erde. Einfach Schlechtes, Schlimmes machen auf der Erde. Und
soll Unheil stiften auf der Erde, die sollen Unheil stiften auf der Erde. Und die kommen dann immer zu ihm zurück und dann berichten sie ihm, was sie geleistet haben. Und dann sagt einer von ihnen zum großen, zum ganz, ganz großen Iblis, zum König der Satane, der größte Satan, ja, der Big Boss von denen. Und er sagt zu ihm, ja, ich habe ihn so versucht, ja, ich habe so bei ihm eingeflüstert und ihn versucht, bis er Alkohol getrunken hat. Dann sagt er, geh weg, du hast gar nichts gemacht. Ja, du hast nichts gemacht. Und der andere sagt, ja, ich habe ihn so auf ihn eingeredet, etc., bis er geklaut hat. Geh weg, du hast gar nichts gemacht. Ja, und das sind große Sünden. Aber er ist damit nicht zufrieden. Und diese Sachen sind Sünden, klare Sünden. Bis einer von den Satanen und der Djinn zu ihm kommt und er sagt zu ihm, ich habe between, sage ich, zwischen ihm und seiner Ehefrau so lange, ja, wie sagt man das? So lange zwischen dem Mann und seiner Frau Zwietracht, Probleme gebracht und Einflüsterung gemacht, bis er sie hat scheiden lassen. Bis er, der Mann, sie, seine Frau, hat scheiden lassen. Und dann der Satan, der steht auf für ihn und er sagt ihm, enter end. Ja? Ja, also genau, du bist das. Du bist das, du hast es geschafft, du bist der Beste. Subhanallah, obwohl er was? Er hat dann eine Sache gebracht, eingeflüstert, ja, barakallahu fihi. Ja, dieser Satan hat eigentlich ein Ehepaar dazu gebracht, dass sie sich haben scheiden lassen. Und die Scheidung ist ja halal im Islam. Ja? Also der Satan war nicht zufrieden damit, dass er, der große Satan, war nicht so zufrieden damit, ja? Weil er will, was er am meisten will, er will, dass wir Kuffar sind, dass wir Schirk machen. Kuffar machen, dass wir in die Hölle gehen, mit ihm oder so wie er. Ja? Deswegen, das ist sein größter Wunsch. Und damit ist er am meisten zufrieden. Und deswegen ist er nicht zufrieden damit, dass einer einfach nur Alkohol trinkt, ist gut. Aber ist für ihn so nichts Nennenswertes. Ja? Nicht nennenswert, also Kleinigkeit, ist gar nichts. Du hast gar nichts geschafft. Ja? Und obwohl das große Sünden sind. Und bei demjenigen, bei dem Shaitan, der eingeflüstert hat und es hat krachen lassen zwischen einem Ehepaar, sodass sie sich haben scheiden lassen, bei denen hat er sich gefreut und ist aufgestanden und hat ihm gesagt, hey, du bist es, du bist es, ja, du bist es, du bist der Boss, du bist der Champ. Ja. Warum? Obwohl es eine Sache, die ist halal ist im Islam. Aber da hat er sich am meisten gefreut. Warum? Weil dadurch der Schaden am größten ist. Ja? So sagen die, weil dadurch der Schaden am größten ist, weil die Familie kaputt geht und dann diese Kinder wachsen auf beim Vater, wachsen auf bei der Mutter, wachsen auf im Heim, wachsen auf bei der Großmutter. Entschuldigung, und so weiter und so fort. Und deswegen zeigt es uns im Islam, ist das eine Lösung. Ja, wenn man nicht kann, Scheidung ist eine Lösung. Und Scheidung im Allgemeinen ist halal. Ja? Aber es gehört zu den Sachen, die Allah Azzawajal nicht mag. Ja, warum? Weil normalerweise meistens dadurch auch Schaden kommt und es allgemein keine gute Sache ist. Aber es ist eine Lösung für die, die nicht mit einem anderen Menschen weiterhin ein gutes, normales Leben führen können. Und auch dazu, liebe Geschwister, sollte man auch wissen, dass es auch unterschiedlich ist, je nachdem, von wem das Problem auch gekommen ist, ja, die Entstehung dieses Problems oder der Probleme, kommen die Probleme von beiden Seiten, von Mann und Frau. So sagt Allah Azza wa Jal, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Ja? Allah sagt in diesem Vers, und wenn ihr Angst habt, yani in einem Streitfall zwischen Mann und Frau, wenn ihr Angst habt, dass sie sich trennen und dass da Schaden ist zwischen Mann und Frau, so schickt einen von seiner Familie und einen von ihrer Familie, sodass sie miteinander verhandeln. Ja, das heißt, da kommt zum Beispiel der Vater, der Onkel, der Bruder von ihm und einer von ihrer Familie. Und diese zwei, die gelten sozusagen als Richter. Ja, und diese zwei verhandeln, sind Vertreter dieser zwei Parteien, von Mann und von Frau. Diese zwei, die kommen und die regeln das Problem. Und nach der Meinung der meisten Gelehrten, ja, diese zwei am Ende, wenn die sich darauf einigen, Scheidung, dann ist die Scheidung gültig. Und die können, auch wenn der Mann sogar dagegen wäre, der Mann will nicht,
dass sie sich scheiden. Aber wenn diese zwei Leute, und das ist wenn das Problem von beiden Leuten kommt, das Problem ist von dem Mann, vom Mann und von der Frau. Ja, die Probleme sind entstanden von Mann und Frau. Schlichter, barakallahu fiki. Ja, mir muss man immer helfen mit den Wörtern. Ich bin mit meiner Sprache nicht so. Ja, mir fallen oft die Worte nicht ein oder ja. Vielleicht kenne ich sie auch nicht, aber jazakumullahu khairan, ala kulli hal. Und da kommen diese zwei Schlichter von beiden Seiten und diese zwei, liebe Geschwister, wenn sie sich darauf einigen, ja, sie sollen versuchen zu schlichten und das wäre das Beste, was sie machen können. Aber wenn sie es nicht schaffen, ja, wenn sie es nicht schaffen, beziehungsweise wenn sie sehen, dass die Scheidung am besten ist und das ist nichts dran, da kann man nicht, da ist nichts mehr zu retten und sie entscheiden sich für die Scheidung, ja, sie können die Scheidung dann sozusagen rechtskräftig machen, auch sogar gegen den Willen des Ehemannes. Ja, auch wenn er zum Beispiel die Scheidung nicht will. Ja, und das ist die Meinung, glaube ich, von Jamhur al-Ulama, von den meisten der Gelehrten. Und wenn das Problem aber von dem Mann kommt, ja, der Mann hat ein großes Problem gemacht oder ist derjenige, der das Problem gemacht hat, wenn es von seiner Seite kommt, ja, er hat Probleme gemacht, er hat eine große Sache gemacht, dann hat die Frau die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen und sich von diesem Mann zu trennen. Und das nennt man im Islam Al-Khula, sich von ihm loszulassen, sich von ihm loszulassen. Natürlich auch mit Bedingungen. Alles ist mit Bedingungen und an Bedingungen geknüpft. Ja? Und hier ist das so, dass die Frau zum Beispiel sich von ihm loslassen kann, von ihm losreißen kann, ja, mit Al-Khul, und das natürlich gebunden an, dass sie ihm seine Brautgabe zurückgibt. Ja, dass sie ihm seine Brautgabe zurückgibt. Und es gibt einen Hadith auch, der authentisch ist, authentisch überliefert wurde, wo eine Sahabia, ich glaube es war Habiba radiallahu anha, dass sie gekommen ist und sie gesagt, ich habe an meinem Mann nichts auszusetzen. Es ist ein super Mann, es ist ein Sahabi, es ist ein super Muslim, aber ich kann nicht mit ihm leben. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, oder loskaufen, jazakumullahu khairan. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihr, hat er dir Mahar gegeben oder gibst du ihm sein Mahar zurück? Was hat er dir als Mahar gegeben? Sie sagte zu ihm, er hat mir einen Garten gegeben, Hadira, einen Garten gegeben, ein Grundstück gegeben als Mahar. Gibst du ihm sein Mahar zurück, seine Brautgabe zurück? Sie sagte, ja, gib ich ihm zurück. Dann hat er ihn gerufen und er hat ihm gesagt, sie will sich trennen, sie gibt dir deine Hadira, deine Brautgabe zurück. Und dann hat sie ihre Khul'a bekommen, ihre Scheidung bekommen. Aber, liebe Schwestern und liebe Geschwister, ja, eine Sache, die wir wissen müssen im Islam, eine Frau, die sich von ihrem Mann trennen lässt, ohne Grund, das gehört zu den großen Sünden im Islam, von den Kaba'ir, von den großen Sünden im Islam. Sich ohne Grund, grundlos sich scheiden zu lassen, gehört zu den großen Sünden. Ja? Aber wenn sie einen Grund hat, einen Grund hat, der... Also, dass sie entschuldigt ist oder dass sie einen richtigen Grund hat, dann ist es für sie erlaubt, ja, sich von dem Mann zu trennen. Und das ist, liebe Geschwister, wenn er zum Beispiel, wenn sie sich trennen will und wenn sie sich von dem Mann trennen will und sie hat Gründe, wie zum Beispiel, dass er keinen Dien hat, keine Religion, also die Religion nicht praktiziert oder Akhlaq, von seinen Akhlaq, also er hat sehr, sehr schlimme Charaktereigenschaften oder auch sogar Aussehen etc., wenn sie Gründe hat, ja, richtige Gründe hat, dann darf sie sich von ihm trennen und sich von ihm scheiden lassen. Ja? Wenn sie keinen Grund hat, eine große Sünde im Islam. Und wenn das Problem von der Frau kommt, wenn die Frau ein Problem, das Problem gemacht hat und die Probleme von ihr kommen, dann ist das so, liebe Geschwister, dass der Mann sich von der Frau scheiden lassen kann. Ja? Und zwar einfach, er sagt zu ihr, du bist Talik. Aber das hat auch Bedingungen, liebe Geschwister. Ja, das hat auch Bedingungen, es hat Bedingungen geknüpft. Und zwar ist es nicht einfach so, dass der Mann, egal wann, egal wo, egal wie, sagt, du bist geschieden und fertig. Ja? Sondern das hat auch Gesetze und Bedingungen. Und zwar zum Beispiel, dass der Mann, er darf nicht an einer Sitzung
seiner Frau dreimal sagen, Anti talaq, 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 zum Beispiel, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden. Während einer Sitzung. Das zu machen ist Haram im Islam, ist eine Sünde zu machen. Ja? Du sagst bei einer Sitzung, sagst du, du bist geschieden. Wenn du sie danach zurücknimmst in der Wartezeit, in der Edderzeit, wenn du sie zurücknimmst, dann darfst du wieder ein anderes Mal es nochmal machen. Ja? Dich nochmal von ihr scheiden lassen. Aber während einer Sitzung, ja, während eines Streits, zu sagen, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden, dreimal, das zu machen ist Haram, ist eine Sünde, das darf er nicht machen. Ja? Und viele Gelehrten sagen, es zählt auch nur als eine Scheidung. Ja, diese drei, weil diese drei nicht erlaubt sind. Wenn er sich von ihr scheiden lässt, er darf sie nur scheiden lassen, er darf sie nicht scheiden lassen. Es ist Haram, dass er sich von ihr scheiden lässt, wenn sie gerade ihre Menstruation hat. Ja, wenn sie ihre Periode hat, darf er sie nicht scheiden lassen. Wenn er mit ihr Beischlaf hatte, in der Zeit von Tohr, von Reinheit, in ihrer Reinheit, wenn sie ihre Reinheit hat, wenn er mit ihr Beischlaf hatte während dieser Zeit, dann darf er sich von ihr nicht scheiden lassen, bis sie das nächste Mal wieder ihre Menstruation bekommt und danach wieder danach rein ist. Dann darf er sie wieder erst scheiden lassen. Dann darf er sie erst scheiden lassen. Aber wenn er während einer Reinheit, während der Zeit der Reinheit, in der sie rein ist, sich scheiden lässt, Beischlaf mit ihr hatte, so darf er in dieser Zeit sich nicht scheiden lassen. Das ist Haram, ist verboten im Islam. Ja, und deswegen gibt es, und das sind so Sachen, viele Sachen, die wir Muslime gar nicht wissen. Und der Mann macht, was er will, und die Frau macht, was er will, und manche, die lassen die, was sie will. Ja, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber gut, ich habe es irgendwie herausgehört, dass ich was falsch gesagt habe. Ja, das passiert einfach. Und dass man einfach dann die Sachen so handhabt, wie einem gerade die Gefühle danach, wie einem danach ist, ja, wie man gerade fühlt, mit Emotionen, in seinem Zorn, einfach macht, was er will. So gibt es dann Leute, die dann zum Beispiel sich scheiden lassen, 100 Mal scheiden lassen. Oder ich habe schon mal mit Eheleuten zu tun gehabt, die haben schon 20, 30, 50 Mal sich scheiden lassen. Und die sind immer wieder zusammen. Und eigentlich, ganz ehrlich, im Islam, sie sind Haram miteinander. Ja, das, was sie miteinander machen, ist Zina. Sie sind Haram füreinander, so wie andere Leute auf der Straße auch für einen Haram sind. Ja, aber die Leute, die sagen, na okay, der ist krank, das ist immer im Zorn sich scheiden zu lassen, oder im Zorn, der hier gemeint ist, wo die Scheidung nicht zählt, der Zorn hier ist der Zorn, wo der Mensch gar nicht weiß, was er tut. Ja? Das heißt, wenn du danach zu ihm kommst und sagst, ey, du hast dich von deiner Frau scheiden lassen. Sag, ja, was? Ich habe mich von meiner Frau scheiden lassen. Spinnst du oder was? Ja, der kann sich gar nicht daran erinnern, der war so zornig, so wie dieser Sahabi, der sein Tier verloren hat in der Wüste, samt Proviant etc. Und er sich unter einem Baum gelegt hat und auf den Tod gewartet hat. Als er dann ja, eingeschlafen ist und wieder auferwachte und sein Reittier samt Proviant war vor ihm, hat er sich so sehr gefreut, dass er Kufr, Entschuldigung, dass er Kufr gesprochen hat. Er sagte, oh Allah, du bist mein Diener. Und ich bin dein Herr. Ja, die Aussage ist klar, Kufr, Unglaube. Aber er hat sich vertan. Der Prophet Muhammad sagte selbst im Hadith, er sagte, er hat sich aus lauter Freude hat er sich versprochen. Ja? Und genauso wäre das, wenn du zum Beispiel so extrem sauer bist, du explodierst, du weißt gar nicht, was du sagst. Ja? Und so passieren natürlich oft zum Beispiel Morde oder schlimme Sachen, die halt passieren, wenn jemand einfach nicht auf 180, sondern er ist auf 180 Millionen Grad, ja. Und er ist einfach Psychopath, er weiß gar nicht, was er sagt, er weiß nicht, was er tut, ja. Und er könnte in dem Augenblick Leute töten, keine Ahnung, einfach alles Mögliche Schlimme machen, was es nur geht. Wenn jemand nicht weiß, was er tut, ja, in dem Augenblick, und er würde zum Beispiel dann sagen, du bist geschieden, ja. Oder er würde zum Beispiel sogar Kufr sprechen, aber er weiß gerade gar nicht, was er gesagt hat, dann sagen die Gelehrten, das zählt nicht. Ja, das zählt nicht. Aber allgemein, dass man im Zorn seine Frau scheiden lässt, sich, ja, das ist ja normal, das ist ja nicht so, dass man, keine Ahnung, schön leckeren Cappuccino trinkt irgendwo oder ein Eis isst und seine Frau sagt, ey, du bist geschieden, ja, so am Strand oder so. Passiert ja meistens im Streit und passiert meistens bei Problemen. Und deswegen ist das auch eine Sache, die Leute falsch verstehen und sagen, ja, okay, ja, ich habe sie scheiden lassen, aber ich war sauer, ich war zornig,
Ja, okay, ist normal, dass du zornig warst bei einer Scheidung. Ja? Ist meistens so. In den meisten Fällen ist es so, dass man in dem Augenblick halt auch zornig war. Und deswegen diese Scheidung zählt. Ja? Und wenn man sich dann dreimal hat scheiden lassen, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann gibt es kein Zurück mehr. Außer so wie Allah sagt in Surat al-Baqarah auch, dass er nicht zu ihr zurück darf, außer sie heiratet einen anderen Mann. Und wenn sie sich und sie hat Beischlaf mit diesem neuen Mann. Und wenn sie sich dann von diesem scheiden lassen würde oder er sterben würde, dann dürfte er sie wieder heiraten. Ja, seine Ex-Frau wieder heiraten. Das wäre das einzige Szenario, wie er seine Ex-Frau wieder heiraten dürfte, wenn er sie hat dreimal scheiden lassen. Aber heutzutage, liebe Schwester, jeder macht, was er will. Und leider endet das dann oft so, dass es am Ende ist, das eine Zina-Beziehung. Oder es ist oft dann so, dass die Leute einfach ja nie machen, was sie wollen und leider diese Sachen entweder gar nicht wissen. Also wie gesagt, wenn er sich scheiden lässt, er darf seine Frau nicht scheiden lassen, wenn sie ihre Menstruation hat. Er darf sie nicht scheiden lassen, wenn er mit ihr schon in der Zeit der Reinheit schon Beischlaf hatte, auch wenn es nur ein einziges Mal war, in diesem Monat, bis sie das nächste Mal wieder ihre Reinheit hat, nachdem sie ihre Menstruation bekommen hat, darf er sie nicht scheiden lassen. Haram ist verboten. Wenn er sie scheiden lässt, er darf nur eine Scheidung aussprechen. Bei einer Sitzung. Ja, es kann sein, dass sie am nächsten Tag wieder streiten, dass er sie wieder zurückgenommen hat und sie wieder scheiden lässt am nächsten Tag oder von mir aus am übernächsten Tag oder was auch immer. Das zählt. Ja, aber nicht während einer Sitzung sich mehrmals scheiden lassen. Eine andere Sache, liebe Geschwister, der Prophet, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, La tukhrijuhunna min buyutihin. Ja? Und wenn ihr sie scheiden lässt, dann schmeißt sie nicht raus aus ihren Häusern. Ja? Wenn ihr sie Also wenn ihr eure Frauen scheiden lässt, dann wirft sie nicht raus aus ihren Häusern, aus ihrem Haus. Ja, Allah nennt, auch wenn es sein Haus ist, auch wenn es sein Eigentum ist, Allah sagt im Koran, wirf sie nicht raus aus ihrem Haus. Auch wenn es dein Eigentum, also von Mann ist. Ja, Allah sagt, nennt das Haus ihr Haus. Ja, und das sind alles, liebe Geschwister, außer natürlich an bestimmten, außer wenn es extrem schlimme Sachen sind, die sie begangen hat. Zum Beispiel hat sie Zina gemacht mit einem anderen Mann, etwas Gewaltiges. Wenn sie etwas Gewaltiges gemacht hat, dann könnte es sein, dass man das dann darf. Ja, aber im Allgemeinen, er darf sie nicht zum Beispiel rauswerfen in der Zeit. Weil wenn er sagt, du bist geschieden, ja, die erste oder die zweite Scheidung, in dieser Zeit zählt sie als seine Ehefrau. In der Wartezeit zählt diese Frau noch als seine Ehefrau. Wenn die Wartezeit vorbei ist, ist sie chalas, ist es dann vorbei. Wenn es die erste oder zweite war und sie wieder zurück wollen, ja, so wieder heiraten wollen, dann machen die einen neuen Vertrag mit einem neuen Mahar und dann können sie wieder heiraten. Ja? Aber wenn sie in dieser Zeit, in der Iddah-Zeit, in der sie eine Wartezeit hat, in dieser Zeit zählt seine Frau als seine Frau und sie lebt mit ihm im selben Haus. Und sie darf Parfüm tragen und sie darf sich schick anziehen. Ja, sie muss sich nicht bedecken, etc. Sie dürfen alles miteinander machen, außer Verkehr, außer Beischlaf. Ja, sie dürfen alles miteinander machen, also ganz normal miteinander. Sie kocht für ihn, sie zieht sich normal an, alles wie es war, außer dass sie keinen Beischlaf miteinander machen dürfen. Und wenn wir uns, liebe Geschwister, diese ganzen Sachen und diese ganzen Ahkam, diese ganzen Gesetze anschauen, dann sehen wir was. لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Ja, warum? Weil am Ende vielleicht Allah macht das so, dass die Herzen wieder zueinander finden. Ja, diese ganzen Gesetze und diese ganzen Sachen und diese Bedingungen etc. sind dafür da, dass eventuell Allah wieder Barmherzigkeit in ihre Herzen legt, dass sie wieder zusammenfinden, dass die Ehe gerettet wird. Ja, dass die Ehe bzw. die Familie gerettet wird. Und eine andere Sache, die Allah Azza wa Jalla auch zur Pflicht gemacht hat, was die Scheidung angeht, liebe Geschwister, dass der Mann von der Frau nichts von ihrem Besitz nehmen darf. Ja, nichts. فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا. Ja, und wenn es selbst ein Qintar, wenn es extrem, ja, egal wie viel es ist, der Mann hat kein Anrecht, Besitz von seiner Frau zu nehmen. Oder nach der Ehe von ihrem Besitz, von ihrem Haqq zu nehmen, ja, von dem, was ihr gehört.
Und liebe Geschwister, auch hierzu vielleicht eine Sache, die man erwähnen sollte, weil es eine Sache, die ist weit verbreitet, ja, in unseren Ländern auch und auch, sage ich mal, in den nicht-muslimischen Ländern erst recht. So ist es so, dass es oft jetzt bei Scheidungen, auch in islamischen Ländern, oft so ist, ja, wenn Frau und Mann sich scheiden lassen, dann bekommt die Frau die Hälfte von dem, was dem Mann gehört. Oder die Frau bekommt dieses und jenes. Aber wir sind Muslime, Geschwister. Ja? Das heißt, wenn du als Frau dich scheiden lässt von deinem Mann und irgendeine Regierung, irgendjemand gibt dir etwas, aber dieses steht dir nicht zu im Islam, so nimmst du das nicht. Oder du nimmst es und gibst es ihm zurück. Ja, sagen wir mal, du lässt dich scheiden und nach irgendwelchen menschengemachten Gesetzen kriegst du, dein Mann hat 1 Million, du kriegst 1/2 Million. Ja, das Gericht hat es entschieden. Oder der hat 2 Häuser, du kriegst ein Haus. Oder der hat ein Haus und du kriegst das einfach. Ja, egal, kriegst 100%, 50%, was auch immer. Aber der Islam, dir dieses Recht nicht gegeben hat, ein Muslim nimmt das nicht. Das zählt als Betrug, das zählt als Diebstahl. Du hast das geklaut von dem Mann. Ja? Auch wenn diese Regierung, auch wenn du jetzt in Deutschland lebst oder wo auch immer, in einem islamischen Land, in Algerien zum Beispiel oder keine Ahnung wo, und du lebst in einem islamischen Land und dieses Land hat dort einfach importierte Gesetze zum Beispiel oder wie auch immer und die geben dir etwas, was unislamisch oder was der Islam dir nicht als dein Recht gegeben oder es nicht zu deinem Recht gehört, ja, dann darfst du das nicht nehmen. Und es ist genauso beim Erbe. Ja, wenn du irgendwo Erbe bekommst von deinen Eltern oder von deinem Ehemann oder wie auch immer, jemand, der gestorben ist von deiner Familie, und du bekommst als Erbe mehr als dir ansteht. Sagen wir das so? Ja. Dir steht so und so viel, ein Drittel oder ein Fünftel an. Und wenn das, was dir ansteht, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch sage oder nur in meinem Ohr ist das, hört sich das komisch an. Ja, du darfst nicht mehr nehmen als das. Wenn du mehr als das nimmst, du hast Diebstahl begangen. Du hast eine große Sünde begangen. Zusteht, genau. Subhanallah, zusteht. Das ist Subhanallah. Okay. Barakallahu fikum, ja. Ist schon schlecht, ist schon schlimmer, wenn man als in Deutschland geborener kein Deutsch kann oder nicht gut Deutsch kann. Ja, auf jeden Fall, es ist eine Sache, liebe Geschwister, die sehr, sehr wichtig ist, dass wir inshallah die Sachen verstehen und dass wir, barakallahu fikum, diese Sachen auch inshallah in die Tat umsetzen und dass wir versuchen, dann auch in diesen Sachen, auch wenn dir etwas gegeben wird und es schmeckt dir gerade, ja, es schmeckt dir vielleicht, dass man dir das und dieses und jenes gibt, aber wenn es dir nicht zusteht und Allah Azza wa Jalla hatte es dir nicht als halal gemacht, dann ist es für dich haram. Dann ist es für dich haram und du hast Suhts und du hast Unerlaubtes genommen und das ist natürlich eine große Sünde, liebe Geschwister. Eine andere Sache, was die Scheidung angeht, liebe Geschwister, die wichtig ist, dass man im Islam, dass es nicht erlaubt ist und es haram ist und eine schlimme Sünde ist, dass man, wenn man sich scheiden lässt, und eine Sache, die aber leider weit verbreitet ist, wenn man sich scheiden lässt, dass nach der Scheidung der Mann Negatives von seiner Frau erzählt, ja, oder Mängel seiner Frau erzählt, oder Sachen von seiner Frau erzählt, die er mit ihr erlebt hat, oder schlechte Eigenschaften, die sie hatte, oder Fehler, die sie gemacht hatte, oder was sie auch immer gemacht hat an Schlechten, dass er sie bloßstellt. Ja, dass er sie bloßstellt und das ist oder andersrum oder dass die Frau ihren Mann bloßstellt und dann einfach Sachen erzählt, Geheimnisse erzählt, ja, bestimmte Sachen erzählt und das gehört zu den großen Sünden, liebe Geschwister, und das ist eine sehr, sehr schlimme Sache. Und einer der Selef, er wurde gefragt nach dem Grund seiner Scheidung, und er sagte zu dem Fragenden, er sagte zu ihm, als ich mit ihr verheiratet war und sie meine Ehefrau war, habe ich nicht über sie was Schlechtes gesagt. Soll ich jetzt über sie Schlechtes reden, wobei sie mir fremd ist? Sogar ein Fremder, jemand ist, der von mir weit weg ist oder mit dem ich sozusagen nichts mehr zu tun habe in dem Sinne. Ja, das ist eine Sache, die sehr, sehr schlimm ist. Eine andere Sache, liebe Geschwister, was die Scheidung angeht, ist, dass die Frau dem Vater die Kinder entzieht, beziehungsweise die Frau dem Vater nicht die Kinder gibt. Ja, dass er die Kinder sieht oder dass er, ja, und dass sie es, weil sie es darf oder weil sie es kann, gesetzlich, ja, durch das Jugendamt oder was auch immer, durch
Gesetze, die auch vielleicht nicht islamisch sind, wenn die Frau dem Vater, natürlich, es gibt bestimmte Situationen, wo der Vater zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja auch kranke Menschen, Pädophile etc., in bestimmten Situationen dabei, das sind ja sehr, sehr selten, aber ich sage nur, es gibt bestimmte Situationen, wo man das Anrecht darauf hätte oder wenn man wüsste, es käme sehr, sehr großer Schaden, weil der Vater zum Beispiel, keine Ahnung, ein extremer Alkoholiker und Drogensüchtiger ist und der könnte einen großen Schaden zufügen etc. oder andere Sachen, wenn man bestimmte Sachen wüsste, dass er Magier ist, Magie macht, Sihr macht etc. Bestimmte Sachen unter bestimmten Bedingungen wäre das erlaubt, ja, dass man dem Vater die Kinder vorenthält und sie ihm nicht gibt oder sie nicht sehen lässt. Ja. Es gibt bestimmte Bedingungen, aber das ist sehr, sehr selten. Aber im eigentlichen, nach dem normalen islamischen Gesetz muss man das schon klären und der Vater hat Recht darauf, Hak darauf, seine Kinder zu sehen, so wie es natürlich auch andersrum auch der Fall wäre. Was aber auch Hak ist, dass der Mann Unterhalt zahlt für seine Kinder und dass er sich um seine Kinder sorgt. Ja, dass er sich um seine Kinder sorgt, das muss der Vater natürlich auch machen. Und im Allgemeinen, liebe Geschwister, wird auch bei der Scheidung wird am meisten auf das Wohlergehen der Kinder geschaut. Ja, diese ganzen Gesetze, bei wem die Kinder bleiben und wann die Kinder zu wem gehen und unter welchen Bedingungen etc. etc. Diese ganzen Gesetze im Islam sind aufgebaut auf was? Sie sind aufgebaut darauf, dass das auf das Wohlergehen der Kinder. Ja? Der Islam schaut in diesem Fall am meisten auf das Wohlergehen der Kinder und nicht auf das Wohlergehen der Mutter oder des Vaters, sondern am meisten auf das Wohlergehen der Kinder. Und natürlich sind es meistens die Opfer von einer Scheidung. Und deswegen, liebe Geschwister, je mehr wir uns an diese Gesetze halten, desto besser ist es für uns und für unsere Kinder sozusagen. Und als letztes, inshallah, noch, ich werde bestimmt, inshallah, weil das war jetzt einfach nur ganz kurz und knapp, ein bisschen über die Scheidung, ein paar Informationen über die Scheidung im Islam im Allgemeinen. Und inshallah, wenn Allah also uns an Zeit und Leben gewährt, so werden wir inshallah bestimmt, werde ich versuchen, inshallah, zu einem anderen Zeitpunkt, inshallah, vielleicht auf bestimmte Dinge einzugehen. Oder über dieses Thema einen zweiten Vortrag oder mehrere Vorträge zu halten und dass wir inshallah mehr Wissen auch darüber haben, weil das eine Sache ist, die weit verbreitet ist. Und als letztes inshallah vielleicht noch von mir als Ratschlag und als Tipp, dass wenn man sich scheiden lässt, ja, dass man nicht vergisst, dass dieser Partner, mit dem man zusammen war, dass das als letztendlich ist es mindestens, ist es dein Bruder im Islam, dieser Mann. Ja, auch wenn man sich nicht versteht, wenn man sich scheiden lässt, es ist dein Bruder im Islam und diese Frau ist deine Schwester im Islam. Das ist das Minimum, was es ist. Ja? Allah Azza sagt im Koran, in einem Vers, sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Ja? وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Wenn man sich diese Verse anschaut, Subhanallah, wo dieser Teil vom Vers kommt, Allah spricht hier über ein Ehepaar, oder, nein, nicht über ein Ehepaar, über Leute, die heiraten wollten. Ja, und es aber nicht zur Ehe gekommen ist. Ja, die haben sich schon getroffen und wollten heiraten, etc. Und es hat nicht geklappt. Ja, und es hat am Ende nicht geklappt, aus irgendwelchen Gründen. Subhanallah. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala dann gesagt? Er sagt, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Und vergisst nicht die Güte zwischen euch und das Gute, was zwischen euch geschehen ist. Da ist ja noch gar nichts geschehen. Man hat noch nicht mehr geheiratet. Ja, es ist gar nicht zur Ehe gekommen. Es ist während der Gespräche und des Kennenlernens sozusagen oder wie auch immer, ist es gar nicht dann, am Ende hat es nicht geklappt. Es hat gar nicht geklappt. Und Allah sagt zu diesen Menschen, zu diesen beiden Menschen, وَلَا تَنْسَوْا und vergisst nicht الْفَضْلِ الَّذِي بَيْنَكُمْ und vergisst nicht die Güte, die zwischen euch war. Einfach nur die Güte, dass man schon sein Herz geöffnet hat, eventuell diese Person zu heiraten und das Interesse da war. Ja? Geschweige, dass man geheiratet hat. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, sollen wir versuchen als Muslime, wenn wir uns scheiden lassen, möge Allah die muslimischen Familien bewahren, beschützen und zusammen den Weg oder diesen Bund gehen lassen, bis sie Allah treffen. Aber wenn es dazu kommt, dass man sich scheiden lässt, dass man trotzdem ein Mensch bleibt, als Minimum ein Mensch bleibt. Geschweige, und man sollte versuchen, ein Muslim zu sein. Ja, das ist, du lässt dich von dieser Person scheiden, versuch dich im Guten scheinen zu lassen und trotzdem ein Mensch zu sein und Mensch zu bleiben und Muslim zu bleiben und den anderen nicht hinterher
ja, zu beschimpfen und über ihn zu lästern und dieses und jenes und Krieg. Muss nicht sein. Er ist trotzdem ein Muslim und ist trotzdem dein Bruder oder deine Schwester im Islam. Wir gehören uns alle, ja, auch wenn es dann natürlich schwer ist, auch wenn irgendwas vorgefallen ist, etc. etc. Aber wir sind Menschen und kullu bani Adam Khattau, khairul Khattain at-Tawwabun, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, alle Menschen machen Sünden und die Besten unter denjenigen, die Sünden machen, sind die, die bereuen. Möge Allah uns alle recht leiten und uns vergeben und uns Gutes geben in Dien und Dunya und Akhira. Subhanakallahu hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gute Nacht.